Mein Name ist Anton Maria Aigner und ich arbeite als Regieassistent, als Drehbuchautor und als Regisseur. Ja, so komisch das klingt, aber das ist eine, an der ich selber beteiligt war. Das ist eine Szene aus dem Film Die Fälscher. Im Café Jenseits haben wir das gedreht mit Karl Markovic in der Hauptrolle und ganz vielen Schauspielern, Komparsen und alles in einem Take, in einer Einstellung. Und das war so gut inszeniert und hat so gut geklappt, dass es bis heute eine meiner liebsten Szenen ist. Ja, das Geschichten erzählen. Ich erzähle wahnsinnig gern Geschichten und das ist das, was den Beruf zur Leidenschaft macht. Der wahrscheinlich bemerkenswerteste Kontakt mit der Film Commission war, dass wahrscheinlich nur mit ihrer Hilfe wir für den Film Die Hölle den ersten Bezirk inklusive Ringstraße, Schwedenplatz, Donaukanal, nächtelang wie ein Filmstudio nutzen konnten und drehen konnten. Das wäre ohne die Film Commission sicher nicht gegangen. Mein liebster Platz in Wien, den kenne ich wahrscheinlich noch gar nicht, denn das wird ein Platz sein, an den ich nur deshalb gelange, weil ich dort drehe. Und das ist das, was meinen Beruf auch so besonders macht. Ja, mein nächstes Projekt ist, oder eines meiner nächsten Projekte ist hoffentlich das, an dem ich gerade schreibe, ein Drehbuch, das in Wien spielt. Und das wäre natürlich toll, wenn wir das realisieren könnten. Filmdrehs sind überhaupt nicht nervig, sie sind anstrengend. Film zu drehen verlangt von allen, die daran beteiligt sind, das Äußerste an Kraft, an Begeisterung, an Leidenschaft, an Konzentration. Und das macht viel mit Drehen anstrengend, aber nicht nervig. Der Wiener Film Commission und allen Institutionen, die in Wien am Film schaffen, beteiligt sind, wir sind auf einem guten Weg und es kann immer noch besser werden. Besser heißt, dass einfach viel gedreht wird, mehr gedreht wird und alle den Film als das sehen, was er ist. Es ist eine der wichtigsten Sachen in unserem Leben.